Das Thema heute ist Software Transactional Memory. Sagt das irgendjemandem was? 1, 2, 3. Okay. Einen anderen nicht. Wunderbar. Es geht im Prinzip darum, wir möchten parallele Programmierung machen oder Concurrent Programmierung. Und ich möchte beginnen mit, was gibt es denn an Problemen damit? Warum ist das irgendwie schwierig? Wir stellen uns jetzt gleich ein Beispiel vor. Wir haben irgendwie zwei Threads, die laufen nebenläufig so fröhlich aneinander her und möchten jetzt in ein Log-File schreiben. Und das Spaßige ist, es ist dasselbe Log-File. Die interessante Frage ist, was passiert? Ja, je nachdem, wie das implementiert wird, je nachdem, welcher Thread gerade läuft, kann das sogar gut gehen. Der eine Thread schreibt, der andere Thread schreibt. Es kann aber auch total in die Hose gehen, wenn die sich nicht in irgendeiner Art und Weise absprechen. Und dieses Absprechen ist eigentlich das große Problem in der parallelen Programmierung. Wie macht man das richtig? Mit zwei Threads wollen dasselbe Logfile schreiben, meinst du, jeder Thread hat ein File-Handle auf dieses Logfile? Genau, beide wollen da reinpinseln. Okay. Ihre Bytes loswerden. Okay. Und stell dir so ein C-Programm vor, du hast da so zwei P-Threads, du hast ein File-Handle und dann machst du so F.S und schreibst da einfach mal Dinge rein, so die einfachste Variante. Das kann natürlich grandios schief gehen, je nachdem, wer jetzt gerade mit Schreiben dran ist, in welcher Reihenfolge der seinen Buffer flasht. Die müssen sich irgendwie absprechen. Was braucht man also? Man braucht eine Möglichkeit zu sagen, hallo, ich bin Thread 1 und dieses Logfile, das gehört jetzt mir. Ich pinsel da jetzt rein, bis ich fertig bin und alle anderen mögen das bitte nicht tun. Dafür gibt es Logs. Also Logging ist ein Ansatz. Das heißt, ich habe irgendwelchen geteilten State, auf den ich zugreifen will. Lass es ein Logfile sein, lass es ein Terminal sein, das ich reinschreibe. Lass es ein Drucker sein, an den ich Daten sende. Oder eine geteilte Variable im Speicher, ein geteiltes Array, wo irgendwas drinsteht. Sobald da zwei Threads gleichzeitig drauf zugreifen wollen, haben wir ein Problem. Wir müssen das irgendwie schützen und das macht man im Normalfall mit einer Semaphore oder eben einem Block. Dadurch entstehen lustige Probleme. Ein Problem ist zum Beispiel ein Deadlock. Deadlock bedeutet, ich habe zwei Threads und keiner kann weitermachen. Die einfachste Sache, die man sich dazu vorstellen kann, ist, man hat zwei Threads, die wollen in zwei Files schreiben, File A und File B. Und der erste Thread sagt, File A gehört mir und File B gehört mir. Und der zweite Thread macht es gerade umgekehrt. Der allokiert zuerst File B und dann File A. Und wenn die gleichzeitig laufen, dann allokiert der eine A und der andere B. Und dann können beide nicht mehr weitermachen. Weil der eine kann A nicht bekommen, der nächste kann B nicht bekommen. Das ist der klassische Deadlock. Und deshalb kriegt man als Programmierer auch immer erzählt, wenn du Ressourcen irgendwo lockst, tu es bitte immer in derselben Reihenfolge. Und gib sie auch immer in der anderen Reihenfolge wieder frei. Weil sonst hast du eben Deadlocks. Ein anderes Problem ist Starvation. Das bedeutet, dass ein Thread nie zum Zug kommt. Man stelle sich vor, man hat eine Datei, die soll geschrieben werden. Man hat zwei Stücke Code, die sollen es tun. Eins dauert relativ lange und das andere läuft relativ schnell ab. Und jetzt feuert man einfach drauf los, dann kann es passieren, dass der lange braucht, einfach nie zum Zug kommt. Weil immer wenn er versucht, sich das File-Handle zu holen und den Log zu holen, ist schon jemand da und hat das Problem. Das nennt sich Starvation. Das gibt es mit Schreibern, das gibt es mit Lesern, das gibt es in allen möglichen Varianten. Das Problem an Locking ist komplex. Es gibt so viele Fälle, in denen Leute das mit den Logs falsch gemacht haben, dass eigentlich meiner Meinung nach Locking fast schon als Anti-Pattern zu bezeichnen ist. Wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, da rumzukommen, sollte man es viel besser. Da sollte man es eher tun. Man hat auch das Problem, dass man natürlich mit dem Locking die Parallelität seines Codes zerstört. Ganz bewusst. Die Idee ist ja da, darfst du in diesem gelockten Bereich darf nicht parallel irgendetwas passieren. Das kann man natürlich außerordentlich feingranular machen, wenn man viele geteilte Varianten hat, zum Beispiel. Dann wird es komplexer, man kann es grober machen, dann hat man allerdings weniger Konkurrenz. Ich glaube, es ist auch noch nicht allzu lange her, dass irgendwie, wann ist der Giant Lock aus dem Kernel rausgefallen ist und sie sich mal entschieden haben, das irgendwie besser zu machen. Was war das? Wann war das denn?
Der Giant Lock ist so, dass das Ding halt nicht parallel lief. Sondern einfach, ich habe einen Lock und den mache ich einmal und jeder Thread. Oh. Ja. Kürzlich war das. Ich weiß nicht mehr, wann kürzlich. Locking ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die jetzt als relativ neu angepriesen wird, lasst euch das bloß nicht erzählen, das Paper ist von 86, das ist also exakt genauso alt wie ich, ist Software Transaction Memory. Das heißt, man hat sich von Datenbanken inspirieren lassen, die kriegen das mit der Concurrency im Normalfall ganz gut hin. Dann hat sich überlegt, wie können wir uns geteilten Speicherbereich und geteilten State irgendwie absichern. Was ist eigentlich eine Transaktion? Rami, wenn er jetzt da wäre, würde Datenbank 1 hören und jetzt die Klausur schreiben. Was bedeutet das A? Genau, Atomicity. Atomar. Was heißt das? Eine Transaktion passiert entweder oder sie passiert nicht. Sie kann nicht so halb passieren. Das C steht für? Konsistenz, genau. Was heißt, was ich irgendwann mal reingeschrieben habe während meiner Transaktion, ist auch das, was am Ende der Transaktion hinten drin rumsteht. Und I steht, das steht für Isolation, kein Thread sieht, was ich in meiner Transaktion tue, während ich laufe und meine Dinge noch nicht committed habe. Das D von Asset steht für Durability, das haben dann Datenbanken. Das heißt, nach der Transaktion sind die Daten auch tatsächlich auf der Platte angekommen. Hoffentlich, im Normalfall. Diesen Ansatz hat man auf Speicher übertragen und hat Software Transaction Memory gebaut. Das heißt, wir haben Transaktionen, ja bitte? Bei dem D, ist auf Platte angekommen für die Datenbank oder ist auf Platte angekommen? Kommt auf die Datenbank. Kommt auf die Datenbank. Also es gibt so Datenbanken, die sagen, wir haben wir haben so AC-Transactions, das mit dem D, das ist uns im Normalfall zu langsam und wir laufen ja sowieso auf dem Cluster und da werden die Daten schon irgendwo hingeschafft haben. Das ist eine Möglichkeit. Ich glaube, Cassandra macht sowas, die hatten das aber mit den Transaktionen. Die machen keine AC-Transactions. Also das haben da Leute, deshalb sind sie schneller. Faktisch kannst du als Datenbanksoftware nicht garantieren, dass die Daten auf der Platte landen, es sei denn, du kontrollierst den gesamten Stack bis runter auf die rotierende Platte. Okay. Also, bis dahin soll das D gehen? Ich habe die Daten an den Kernel abgegeben oder es gibt tatsächlich, ich prüfe, bis die Daten auch wirklich angekommen sind. Allerdings gibt es in meisten Systemen Calls, die das garantieren sollen. Das Flushing. Ja, ja, und in den meisten Systemen tun sie es nicht. Ja. Also, ja, das Problem ist halt, dass so auf Platte schreiben echt lange dauert. Und wenn du so kleine Mengen auf Platte schreibst nacheinander, dann dauert es noch länger. Also willst du das eigentlich buffern? Genau. Genau das ist die Krux an der Sache. Okay. Eine Transaktion, die auf geteilten State zugreift, wird neu gestartet, wenn sich der State ändert. Das heißt, ich habe zwei Transaktionen, die wollen beide in die Variable A irgendwas reinpinseln. Beide fangen an, beide lesen aus A den Wert raus, wurschteln den irgendwie um und schreiben den A rein. Der erste, der reinschreibt, gewinnt, der zweite wird abgebrochen von der Runtime und neu gestartet. Das heißt, er fängt mit dem neuen Wert von A an. Ja, Transaktionen können prinzipiell beliebig häufig neu gestartet werden. Die Runtime kümmert sich im Normalfall darum, dass keine Starvation auftritt. Was heißt, es gibt so ein, bei Clover zumindest gibt es so einen Counter, wo man sehen kann, wie oft wurde diese Funktion neu gestartet im Rahmen einer Transaktion. Das ist eben komplett einmal gemanagt von der Runtime. Das Wichtige ist, dass die ganzen Funktionen, die man in so einer Transaktion ausführt, keine Seiteneffekte haben dürfen. Weil ich habe halt den Seiteneffekt in einer Funktion, der soll im Normalfall einmal passieren und nicht so oft, wie die Funktion neu gestartet wird. Du meinst, du hast quasi eine Funktion, die schreibt den Logfile und schreibt dann die Transaktion und wenn ich die jedes Mal neu starte, die Funktion... Dann hast du jedes Mal das Logfile, wenn sie jedes Mal neu gestartet wird. Genau, das wenn das Verhalten ist, das du haben willst, ist es okay. Aber wenn du jetzt so... es gibt alle möglichen Arten von Seiteneffekten. Stell dir vor, du machst irgendwie einen HTTP-Query.
dann passiert da irgendwas, während deine Transaktion gerade abgebrochen wird. Oder du erzeugst in der Transaktion in irgendeiner Art und Weise du führst ein Objekt in einer Queue, womit dann irgendwas passieren soll. Das sind alles ganz blöde Ideen. Deshalb du führst eine Buchung durch. Du führst eine, das geht. Das ist in Ordnung. Buchung durchführen geht. Aber nur, wenn sie quasi erst zu Ende ist, wenn die Funktion zu Ende ist. Ja klar, wenn die Buchung zu Ende ist, wenn die Funktion zu Ende ist, dann ist das in Ordnung. Okay. Also je nachdem, was du halt tust. Also du machst irgendwie eine Buchung und schreibst in SQL rein. Das ist natürlich ein klassischer Seiteneffekt. Das willst du nicht haben. Aber du hast irgendwie interne Konten und du verrechnest das in Form von Transaktionen. Das geht. Das geht problemlos. Axel. Aber also als eine Verallgemeinerung der Frage ist die Frage, was diese STMs schützen. Weil ich meine, in RAM schreiben ist eigentlich auch ein Seiteneffekt. Ja, natürlich. Also, oder in Cache schreiben, oder? So genau. Also, das heißt, auf welcher Granularität schützen Transaktionen? Schützen die nur RAM-Zugriffe oder? Nur Memory-Zugriffe. Deshalb okay. Software Transactional Memory. Ja. Also, du pinselst irgendwie den Datenstrukturen im RAM rum und dann kannst du das verwenden. Okay. Sollte keine Seiteneffekte haben. Die einzige Sprache, die das so von direkt so im Core mitliefert, ist Clojure. Die haben ihre eigenen Datentypen an der Stelle. Also es gibt Atoms, auf die kann man eben atomar schreiben. Es gibt Refs, die kann man miteinander koordinieren. Das heißt, man kann dann Transaktionen haben, die auf mehrere Refs zugreifen. Dann weiß das Ding halt, welche Transaktion greift gerade auf welche Ref zu. Es hat ein Multi-Version Concurrency Control System, was heißt, man kann, es wird dadurch ein bisschen schneller, dass es halt, dass halt die Reader im Prinzip an dem System vorbei arbeiten können und wenn eine Transaktion nur einen Wert liest, dass sie den eben lesen kann. Aber das würde im Endeffekt erstmal zu weit führen. Wenn man dann rumspielen will, Haskell ist auch eine schöne Sprache, gibt es eine STM-Library und natürlich Clojure. Das ist gerade mehr oder weniger bekannt. Vorteile sind offensichtlich, ich muss mich mehr oder minder nicht um mein Locking kümmern, ich muss mich nicht darum kümmern, Code neu zu starten, wenn irgendwie was nicht funktioniert hat, das nimmt mir alles die Runtime ab. Natürlich kann ich in einem Spezialfall mein Locking so auf das Problem anpassen, dass es performanter ist. Das ist klar, aber die Frage ist, lohnt sich der Aufwand? Und im Normalfall ist so ein System zu verwenden, nennenswert einfacher, als sich sein Locking selbst zu finden. Ja, das war's auch schon. Viertelstunde ist rum. Dazu die aktuellen Xeons, ausschließlich soweit ich weiß, unterstützen das zwar, aber es ist in den aktuellen Microcode-Releases abgeschaltet worden, weil jemand im letzten Jahr im Frühjahr diesen Jahres einen fiesen Bug gefunden hat da drin, der die ganze Sache unbrauchbar macht unter bestimmten Szenarien. Okay. Und soweit ich weiß, die Skylakes, die Ende des Jahres kommen, sollten es haben, die Desktop-Prozessoren. Ja? Mhm. Und die Xeons demnächst. Aber eigentlich sollte es die aktuellen Xeons haben, nur es ist kaputt. Okay. Ja, das ist mein Stand.